Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung von mir hier von der Spielwarenmesse in Nürnberg. Ich bin immer noch bei Hoch am Stand, jetzt draußen. Neben mir steht die Andrea. Hi Andrea. Hallo. Und wir haben hier eine wahrscheinlich von vielen schon erwartete Neuheit, nämlich, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Caius, Caillou. Ich glaube, da gibt es diverse Möglichkeiten und Empfehlungen. Wir sagen Caillus dazu. Okay, das beruhigt mich. Ja, in diesem Fall Caillus 1303. Genau, ist er die Neuauflage jetzt von dem Titel, der in den 2000ern mal kam. Genau. Weiß ich noch sehr gut. Ist auch noch ein Titel, den ich aus der Zeit in meiner Spielesammlung habe. War damals richtig, richtig geniales Spiel. Also hat eingeschlagen wie eine Bombe, sag ich mal. Mhm. Ist auch noch in meiner Top 20 All-Time-Favorite. Und da jetzt eine Neuauflage. Und man sieht natürlich halt hier grafische Überarbeitung, aber es gab ja auch noch ein bisschen was an den Regeln, was noch geschraubt wurde. Ja, genau. Also es ist eindeutig optisch überarbeitet, aber es ist eben auch inhaltlich überarbeitet. Vom Inhaltlichen her habe ich jetzt hier kein Geld mehr als Währung dabei. Das wird eben über die Worker geregelt. Ich habe außerdem, der Bau an der Burg funktioniert ein bisschen anders. Ich habe, jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Sehneschall ist weg. Genau, der Sehneschall ist weg. Ich habe nur noch eine Figur, die mir eben entgegenzieht. Und es gibt noch Personenkarten. Also ich habe immer noch besondere Eigenschaften, die auch während dem Spiel getauscht werden können. Insgesamt würde ich aber sagen, ist es eher schlanker noch mal ein bisschen geworden. Vielleicht eben auch ein bisschen schneller. Und einfach definitiv immer noch ein hervorragendes Worker Placement. So ganz nebenbei, heute auch noch unter den Top 100 bei Boardgame Geek. Ja, also ohne Frage finde ich absolut top das Spiel. Für mich als Spieler der alten Version muss ich mich auch erstmal ein bisschen orientieren, denn es geht jetzt von unten nach oben. Ich gucke die ganze Zeit nach oben. Wo ist denn da der Anfang? Nee, der ist jetzt unten. Den hat man nach unten gemacht. Ja, so ein bisschen Flexibilität und so haben wir da jetzt schon eingefordert. Muss man schon irgendwie haben. Damit man sich auch sicher sein kann, welche Version man denn jetzt gerade hier vorliegen hat. Was ein bisschen überraschend ist, das ist ja von den Space Cowboys im Englischen jetzt quasi neu aufgelegt worden. Und ich sag mal, normalerweise habt ihr ja mit den Space Cowboys eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr die deutsche Version dazu bringt? So im Detail kann ich wahrscheinlich die Verstrickung gar nicht so genau wiedergeben. In dem Fall ist es so, dass wir das bestehende Caillus ja von Istari im Vertrieb hatten und die eben entsprechend uns gefragt haben, ob wir eben Interesse an der überarbeiteten Version haben. Und so kam das alles letztendlich zustande. Okay, das heißt, Istari gibt es schon noch irgendwie? Die machen noch ihr Ding oder? Tatsächlich, an der Stelle, das müsste ich wahrscheinlich intern noch mal genauer nachfragen, bevor ich das hier wahrscheinlich einfach so wiedergebe. Okay, hat mich jetzt nur interessiert vielleicht die wenigsten da draußen. Die wollen natürlich vielleicht eher das Spiel sehen. Für die Leute, die es noch nicht kennen, können sich da auf jeden Fall auf einen richtig coolen Worker-Placer freuen. Für viele, man ist sich nicht so ganz sicher, ist es wohl auch der erste Worker-Placer überhaupt? Also man ist sich da nicht so ganz sicher, aber genau, also tatsächlich, ich habe auch noch mal irgendwie viel irgendwie rumgeforscht und rumgelesen und ich finde jetzt eher, ich möchte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist das erste Worker-Placement, aber ich denke schon, dass es einfach das Worker-Placement einfach mitbegründet hat und da einfach ein gehaltvolles Urgestein einfach ist. Okay, wann kommt es raus? Im Mai, Mai 2020. Okay, also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber dann kann man ja einen alten Caillus einfach nochmal spielen, ne? Dann kann man ja auch einfach nochmal erkennen, wo denn so die Unterschiede sind und kann sich schon mal ein bisschen vorfreuen. Okay, alles klar, dann danke für die Vorstellung. Danke euch.